Hallo und herzlich willkommen zurück zu Holstein Kiel International, dem FIFA 21 Karrieremodus. Und wir versuchen immer noch irgendwann in die Champions League zu kommen und die möglichst zu gewinnen. Das dauert aber noch ein paar Jährchen. Heute geht es erstmal gleich nach Karlsruhe. Und letzte Folge kam das Angebot. Jetzt haben sich Benjamin Gilt und sein Agent mit Jeni Malitiaspor geeinigt. Und sobald das Transferfenster geöffnet ist, wird Benjamin Gilt also in die Türkei wechseln. Und wir wechseln nach dem Intro direkt rein ins nächste Punktspiel. Es geht in den Südwesten, es geht nach Karlsruhe. Zweite Auswärtsspiel hintereinander, das letzte lief äußerst erfolgreich, höchste Saisonsieg bisher, 5:0, schaut es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da ging richtig die Post ab. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein bisschen an der Aufstellung schrauben. Robin Kurz hat richtig stark gespielt, den möchte ich eigentlich gerne mal starten lassen. Mühling kriegt mal eine Pause, ist natürlich ein Stammspieler, Mühling setzt du eigentlich nicht auf die Bank, aber heute darf er mal pausieren und wir gucken mal, wir lassen Tanga für Bartels starten und auch Barco für Reese und komm, Burkhardt darf auch noch starten. Wir wechseln mal ordentlich durch und auch unser Neuzugang vorbei mit den zwei Araim B kommt zu seinem Startelfdebüt. Mal schauen, wie das so wird. Also mal ein bisschen andere Aufstellung, mal ein bisschen Abwechslung hier in der Serie und dann geht's los. Wir sind im Wildparkstadion zu Gast beim Karlsruher SC. Aufstellung von Karlsruhe. Gucken wir uns kurz mal an. Kuster im Tor. Pissot, Kobalt, Innenverteidiger Karlsson und Tieder außen. Gondorf, Fröde und Scheu im Mittelfeld. Und vorne die Dreierreihe mit Lorenz, Gui und Goller. Abstiegskampf bedeutet die Saison bisher für die Karlsruher, das wollen sie natürlich ändern, da wollen sie schnell raus und heute, ja, werden sie es versuchen und wir müssen gucken, mit dieser etwas neuen Aufstellung dagegen zu halten. Gucken wir uns die auch nochmal schnell an, wem, weil sie so ein bisschen anders ist. Thomas Sehne bleibt im Tor, Vandenberg und die Außenverteidiger ändern sich nicht, aber Ryan B zusammen mit Hauke Wallen in Verteidigung und Robbie Goods. Ein neuer Neuzugang und dann Baku, Burkhardt und dann Tanker vorne. Eine komplett neue Dreierreihe. Mal schauen, wie die jungen Wilden sich da vorne so machen. Und damit geht's los. Die blau, ganz blauen Karlsruhe von links nach rechts und die wieder ganz und rot spielenden Holsteiner Gäste von rechts nach links. Reisen hier mit ordentlich Selbstvertrauen an. Ich habe es eben schon angesprochen. 5:0 war das letzte Spiel. Und jetzt Lee wird da. Oh. Anscheinend doch nicht gefoult. Vandenberg, Baku, gleich die Balleroberung der Kieler und der Ballverlust. Hektische erste paar Minuten. Langer Ball auf Lorenz. Aber Yannick den blockt da ab und es gibt Abschuss. Ja, stark verteidigt. Treffen sich jetzt die Vereine Holstein Kiel. Klar, das 5:0 letzte Woche hat viel gebracht, aber wir schießen die meisten Tore und da wollen wir natürlich heute weitermachen. Wer fährt auf Robbie Goods? Burkhardt. Auf David Atanga. Der wieder auf Burkhardt. Etwas überhastet. Aber Merfert hat aufgepasst, gewinnt den Ball zurück. Robbie Goods auf Lee, der aus der zweiten Reihe abgeblockt. Dem haut er seinen Kopf in die Flanke und damit gibt es Ecke für die Karlsruhe, die hier ordentlich Stimmung machen. Ecke kommt rein, allerdings nochmal rausgeköpft. Zweite Flanke kommt und Vandenberg geht nicht richtig hoch. Arayen B steht auch irgendwie nur rum und damit fällt hier das 1:0 für die Karlsruhe nach 13 Minuten durch die Nummer 24 Gui. Den Mittelstürmer. Braucht er bloß einzunicken. Steigt höher als Vandenberg. Und keine Chance für Däne. Das ist natürlich wieder das andere Gesicht, was Holstein Kiel leider auch hat. Irgendwie können sie ja nur richtig Spektakel oder Niederlage. Bisher gab es wenig dazwischen. Nur gegen St. Pauli mal einen richtigen Arbeitssieg. Und wieder die Karlsruhe mit Goller. Flanke kommt, diesmal rausgeköpft.
jetzt vielleicht die Kieler mit Lee, der sieht, dass Atanga viel Platz hat auf der Außenbahn. David, Atanga auf Burkhardt und der knallt das Ding rein, 1:1 nach 19 Minuten. Schöner Schuss und der mit rechtzeitig, also ein bisschen, zahlt schon so ein bisschen zurück, dass er hier von Anfang an ran darf. Klasse Ball von Lee, natürlich mal wieder Atanga mit Übersicht und dann haut er den da ins Netz. Zweites Saisontor für Jonathan Burkhardt und jetzt auch gut mit nach hinten gearbeitet. Lee auf Burkhardt, der versucht wieder Lee zu schicken, aber der Ball kommt nicht an. Vandenberg, wieder Lee, momentan Dreh- und Angelpunkt des Kieler Spiels. Burkhardt auf Robbie Götz und der mit seinem schwachen Linken. Kein Problem für Kuster. Aber Kiel hat das Spiel jetzt wieder an sich gerissen. Gute Ballgewinn von Abaimbi. Atanga. Schon im 16er. Atanga könnte schießen. Gibt Ecke für die Kieler. Die Ecke kommt kurz auf Burkhardt. Der auf Abaimbi. Und der schießt richtig gut für den Innenverteidiger aufs 11, 12 Metern. Und da muss sich Kuster richtig strecken. Schauen wir uns nochmal an. Klasse Pass. Und dann nimmt er ihn an und schießt mit links. Flach aufs Tor. Vielleicht die kurzen Ecken ein Mittel zum Erfolg. Wieder kurz auf Burkhardt. Der nimmt Yannick Dehm mit. Der wieder auf Burkhardt und geklärt. Und Lee arbeitet auch mit nach hinten. Also es sieht gut aus, was die Kieler hier machen seit dem Gegentor. Das sah allerdings dann nicht so gut aus. Krasser Fehlpass von Atanga. Vielleicht die Chance für die Karlsruhe zum Kontern, aber die spielt erstmal hinten rum und damit ist die Gefahr vorüber. Ecke kommt rein und wieder ist es ein bisschen gefährlich. Meffert jetzt auf Lee, der mit Übersicht. Burkhardt auf Baku, der auf Burkhardt und der sieht außen Yannick Dehm und der hat ein bisschen Platz auf der Außenbahn. Versucht da Atanga zu schicken, der Ball kommt aber nicht an. Allerdings Kiel bleibt im Ballbesitz. Robbie Götz. Baku schießt da etwas überhastet, würde ich sagen. Guter Doppelpass. Jetzt Goller gegen Araimbi. Aber Araimbi ist schnell, holt er schnell auf, stellt den Körper rein und holt einen Abschuss raus. Klasse gemacht vom jungen Innenverteidiger. Das war nicht so klasse, da muss Vandenberg sich richtig reinackern, gewinnt den Ball aber zurück. Jetzt Lee nimmt Vandenberg mit. Der wieder auf Lee, der mit der Hacke weiter auf Meffert. Wahnsinn, was die Kieler machen. Jetzt ist Atanga am 16er. Der sieht wieder Burkhardt. Und das ist die Kopie vom ersten Tor. Aber es ist nicht die Wiederholung, denn das ist das 2:1. Klasse Konter. Klasse Spielzug der Kieler. Das ging schon los mit Lee auf Vandenberg. Der wieder auf Lee, der weiter auf wen auch immer Meffert. Der mit der Hacke und Ping, Pang, Pum und 2:1. Klasse, das funktioniert richtig gut. Atanga sieht Burkhardt da im Rückraum und der macht es wieder eiskalt. Aus der Drehung nicht so leicht. Und der passt genau neben den Pfosten. Drittes Tor im zweiten Spiel für Jonathan. Ja, stimmt nicht, glaube ich. Aber drittes Tor im dritten Spiel, glaube ich, für Jonathan Burkhardt. Und die Führung. Vielleicht noch einmal die Kieler. 44. Minute. Lee auf Burkhardt. Aber Piso hat auch gepasst. Und damit ist Halbzeit im Karlsruher Wildparkstadion. Kiel führt verdient mit 2:1 nach dem Tor. Also ungefähr 13. Minute. Hat Kiel richtig Gas gegeben und führt verdient mit 2:1. Und wir schauen mal kurz, wie es auf den anderen Plätzen aussieht. Dort führt niemand. Aue Hannover 0:0 und Regensburg HSV 1:1. Baku, Burkhardt, Götz, Atanga. Der Ball läuft nach dem Seitenwechsel schon wieder gut durch die Kieler rein. Guter Pass auf Golla. Allerdings macht der es dann ja weniger gut. Atanga auch mit dem Fehlpass. Was ist denn hier jetzt gerade los? Aber Araimbi und Wahl im Verbund machen das klasse. Lee schickt mal Burkhardt allerdings. Ja, das war Nick. Meffert schmeißt sich, wie man es kennt, in jeden Ball. Und Araimbi macht ein klasse Spiel, gewinnt auch diesen Zweikampf. Und trotzdem ist der Ball schon wieder weg. Karlsruhe wechselt nach 54 Minuten. Wir wechseln auch. Burkhardt ist erschöpft, kann nicht mehr dafür kommen. Yanni Serra natürlich und das reicht erstmal. Meffert kriegt da Druck von hinten, bringt den Ball aber trotzdem zu Serra. Und der macht hier was ganz Wildes aus der Drehung, völlig unnötig und der Ball ist weg. Vandenberg gewinnt den Ball und verliert den Ball gut. Aber Araimbi, der ist heute einfach nicht auszudribbeln. Und dann fängt dem die Flanke ab. Atanga nimmt Robbie Götz mit. Der wiederum Serra, der Lee. Und der verliert den Ball. Also Kiel lässt ein bisschen die Zielstrebigkeit vermissen hier in der zweiten Halbzeit.
Aber RMB gewinnt hinter jeden Ball und das macht Spaß, dem Jungen zu gucken. Jetzt vielleicht Serra. Klasse Pass auf Atanga und er macht das 3:1. Geht da eine Runde Boxen an der Eckfahne, mit der Eckfahne. Klasse Pass von Yanni Serra. Und Atanga bleibt dann eiskalt. Wirklich ein ganz toller Pass, tunnelt da ein Gegenspieler. Atanga ist schneller als der Gegner und bumm, 3:1. Lee auf Serra. Der nimmt Lee wieder mit. Der wird da rigoros abgeräumt vom Pissot, aber fair. Und Karlsruhe wieder mit Goller, wenn es überhaupt nach vorne geht, dann mit Goller und der bringt die Flanke rein. Und was war denn das? Thomas Dehne kommt da nur zögerlich raus und die Nummer 17 nutzt das eiskalt aus. Das ist die Jugric. Starkes Tor und damit nur noch 3:2. Etwas aus dem Nix. Goller legt sich einmal selbst vor, bringt den ganz kurz auf den Fünfer. Wahl geht irgendwie raus und Juric köpft den rein. Guck, Wahnsinns Flugkopfball. Lenkt den Ball da ganz knapp an Thomas Dehne vorbei. Ich weiß nicht genau wie, aber richtig gut gemacht. Und damit steht es nur 3:2. Lee wieder mal mit der Ballerbohrung. Der Junge ist richtig stark im Zweikampf geworden. Und Serra schickt wieder Atanga. Das hat vorhin gut geklappt. Allerdings ist die Flanke eher Kategorie Kreisklasse. Und dieser Ball ist im Aus und das nutzen auch die Kieler zum Wechseln. Und zwar kommt Alexander Mühling rein, um ein bisschen Ruhe und Stabilität ins Mittelfeld zu bringen. Und Fabian Reese kommt für Atanga, um nochmal etwas frischen Wind auf der Außenbahn zu bringen. Zu sorgen, zu wirbeln. Was macht Wind dann? Zu pusten? Keine Ahnung. Eieiei. Mühling mit einem völlig wilden Fehlpass. Lorenz auf der Außenbahn. Goller in der Mitte, wieder Lorenz. Karlsruhe hat jetzt plötzlich wieder Bock. Die haben Luft geschnappt, Luft bekommen. Ball ist noch nicht im Aus. Goller mit der Flanke und der Ausgleich. Der Ausgleich, diesmal sieht er rein wie nicht gut aus. Und das sind alles drei Kopfballtore und das ärgert mich. Jerome Gondorf mit dem 3:3. 76. Minute, was ein Torfestival hier heute. Dehne kommt dann Schritt raus. Gondorf geht zum Ball rein, wie nicht. Und damit steht es 3:3. Baku, Serra, der schickt Lee aber viel zu steil. Hier muss jetzt etwas nachrücken. Nachlegen, meine ich. Rein Bien, immerhin am Boden, gewinnt er noch alle Zweikämpfe. Lee, Meffert, Mühling, Serra, wieder Lee, schon im 16er, auf Meffert, nein, auf Serra, aber gut verteidigt. Und Lee jetzt auf der Außen, nimmt Meffert mit, Serra. Der will Mühling mitnehmen, aber wieder ein Fehlpass und das ist jetzt das Kieler Spiel, was Coach Lille nicht so gern sieht. Irgendwie ein unnötiger Pass, Fehlpässe, nicht mehr dieser schöne, selbstbewusste Offensivfußball. Jetzt vielleicht Mühling auf Reese, kein Abseits. Der auf Serra, der mit dem Fehlpass, 87. Minute schon. Dieses Spiel ist auf Augenhöhe, natürlich in der 87. beim Unentschieden stand, ist ein Unentschieden das Wahrscheinlichste. Aber ich möchte mich nicht festlegen, falls hier eine Mannschaft noch gewinnt, welches ist. Jetzt eher vielleicht die Karlsruhe, die nochmal im Angriff sind, mit Groß. Allerdings Meffert dazwischen und es gibt Freistoß und ich frage mich warum. Freistoß reingebracht, das ist die große Gefahr heute für die Kieler Hintermannschaft, allerdings rausgeklärt. Und die Nachspielzeit ist so gut wie abgelaufen und Schiedsrichter pfeift aber noch nicht. Noch einmal die Karlsruhe mit Goller auf der Außenbahn. RMB muss da rausrücken. In der Mitte ist viel Platz. Flanke kommt rein. Ja, der Klim gewinnt endlich mal. Gottes Willen, er gewinnt endlich ein Kopfballduell. Und damit endet das Spiel hier 3:3. Das war unnötig. Das war richtig unnötig. Da wäre viel mehr drin gewesen für die Kieler. Und das ist natürlich ein großer Rückschlag im Aufstiegsrennen. Das tut weh. Kiel sah schon aus wie der sichere Sieger. Und dann ein Tor nach dem anderen, während Hamburg einen Punkt liegen lässt gegen Regensburg und Hannover in Aue gewinnt. Burkhardt, Tore von Holstein und trotzdem über das Remis. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Warum ist das kein Sieg? Tolle Leistung von Burkhardt. Bringt aber nichts, weil wir haben nicht gewonnen. Zwei Teams auf Augenhöhe, wie beurteilen Sie die Leistung? Da war viel mehr drin. Wir haben diesen Sieg hergeschenkt. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hätten gewinnen müssen.
Wir hätten gewinnen müssen. Die Jungs sind zu Recht enttäuscht, dass wir heute zu wenig, wir können mehr. Ich will Karlsruhe nicht zu nahe treten, aber das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Denn es stand nach 62 Minuten 3:1 und wir hatten das Ding im Griff. Hatten sie nach dem Karlsruhe-Ausgleich nach der Pause die Hoffnung, erneut in Führung zu gehen. Heute hätten wir auch verlieren können. Meine Antworten geben überhaupt keinen Sinn. Wir haben heute grässlich, das stimmt natürlich nicht. Also wir waren gut, aber haben uns den Sieg dann leichtfertig nehmen lassen. Katastrophales Abwehrverhalten bei Kopfbällen und daran muss diese Woche gearbeitet werden. Und gucken wir kurz im Büro, ist hier irgendwas Wichtiges. Ein Leihangebot für Simon Lorenz. Das Transferfenster ist eh zu, da zerbrechen wir uns jetzt nicht den Kopf. Wir gucken nochmal kurz auf den Kalender, wie es jetzt weitergeht. Im nächsten Monat gegen Aue, Heidenheim, Topspiel, Regensburg, Nürnberg. Und zwischendurch nochmal ein Pokal gegen Aue, also es wird wild. Und auch kurz auf die Tabelle, wir sind Fünfter mit 13 Punkten. Fürth vor Osnabrück, Heidenheim, Hannover, Holstein und für uns geht's weiter gegen Aue und wir gucken nochmal schnell, es geht dann weiter. Endlich mal wieder zu Hause gegen den 16. Aber das war heute auch der 17. gegen den wir gespielt haben, das war auch nicht erfolgreich. Von daher sehen wir uns nächsten Sonntag, guckt bei den anderen Videos rein, guckt Mittwoch rein, guckt Sonntag rein, ihr kennt das inzwischen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, schade, dass es heute nicht geklappt hat und tschüss. Aber wir werden sehen, ich wünsche eine gute Nacht, peace out.